Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten. Und wie ihr seht, gibt es einen neuen Big Mac. Es ist der Big Mac Bacon TS von Mc's. Da ist das Prachtstück. Es ist ein ganz normaler Big Mac mit zusätzlich Bacon und Tomate. Okay, lass uns mal schauen, was das Dingchen hier auf die Waage kriegt. Waage ist bereit, Big Mac drauf und schauen, wie schwer er ist. 225 Gramm. Okay, zu einem Preis von 2,99 ist das echt gut. Oh ja, aber jetzt werden wir uns erstmal durchmampfen. Aber vorher, was sagt Mc's dazu? Gesundheit. Den bekanntesten Burger der Welt gibt es jetzt erstmalig mit Bacon und Tomate. Knackiger Salat, zarter schmelzender Cheese, der legendäre Big Mac Soße und doppelt Rindfleisch runden Big Mac Bacon TS zu einem ganz besonderen Geschmackshighlight ab. Einfach zum Reinbeißen. Auf diesem Burger ist das Big Mac Bun, dann sind die obligatorischen Hamburger Zwiebelchen, leckere Salzgurken, dazu diese Schmelzkäse zubereiteten Cheddar-Käse, Eisbergsalat, zwei Stücke Hamburger-Patties, die Big Mac-Soße, Bacon ist neu und die Tomate ist neu. Nicht zu fehlen ist Salz und Pfeffer. Und er schmeckt gut, wirklich, aber er schmeckt gar nicht mehr wie ein Big Mac. Es schmeckt total anders, nur wegen zwei hinzugefügten Zutaten, und zwar Bacon und Tomate. Und ich glaube, es ist der Bacon, der alles ändert auf diesem Burger. Das ist ein komplett anderer Burger. Der Big Mac schmeckt jetzt etwas rauchiger und ich finde, die Big Mac-Soße kommt gar nicht mehr so zum Vorschein. Also, ich würde diesem Burger eine 8 von 10er Bewertung verpassen, weil man hat einfach immer noch diesen legendary Big Mac Flavor im Kopf. Und der fehlt mir ein bisschen. Aber es ist trotzdem ein guter Burger, weil ein Rating von 8 von 10 ist auch noch wirklich im oberen Feld angesiedelt. Das Gewichtchen stimmt ja auch und er schmeckt gut. Also, 8 von 10 Punkten für diesen leckeren Burger. Es ist alles drin, alles dran, was ein guter Burger braucht. Aber das bisschen, das Bing, das fehlt mir halt noch. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun!